Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier in Stappenbach, aushelfen auf dem Großbetrieb. Ja, jetzt sind wir wieder da. Wir haben jetzt 10:30 Uhr, kurz nach 10:30 Uhr. Ja, Traktor steht da und heute werden wir wenden. Ja, ihr seht schon, steht der 514er. Der hat 150 PS. Habe ich letzte Woche nicht genau gewusst. Ja, der hat 150. Genau. Damit dann mit dem Wenden. Mit einem Glas. Wender. Ja, der hat 8 Kreisel. Hat 8,5 Meter. Genau. Ihr seht es, der steht schon so da. Ein bisschen dreckig ist auch schon geworden. Ich habe zuerst die eine Wiese nicht schon gewendet. Dann hat es noch schnell was zum Besprecher gegeben. Wegen einem Hof, aber ja, deswegen bin ich die hintere Wiesen, die was wir in der letzten Folge dann als erstes gemacht haben, die habe ich jetzt zuerst gewendet, nach dem Frühstücken, dann bin ich zurück zum Hof, weil der Chef irgendwas, also was heißt irgendwas, ist im Hof gegangen, ist nicht so wichtig jetzt, aber ja, und jetzt fahren wir wieder raus, genau, steigen wir mal rein da, so. Ups, so, machen wir dazu. Ach, schöner Sandtier. Generell der Traktor. Sehr schön. So, hier haben wir mal aus dahinter. Dann fahren wir mal weg. Ja, wir werden jetzt dort zur Wiesen Vornhof fahren. Ja, genau. Fahren wir da mal rum. Fangen wir da an. Die habe auch ich gemacht. Habe ich gesagt, ein bisschen was hat dann der Fixangestellte gemacht, wie der bei Frühstücken war. Aber einiges habe auch ich noch weiter gemacht danach. Oder was das einiges, ein bisschen was halt. Also so halt nicht, weil wir haben jetzt erst 10:30 Uhr. Haben wir dann jetzt erst einmal wenden. Dafür fahren wir ein bisschen schneller. Also, was heißt ein bisschen schneller, aber. Wir fahren jetzt schon gemütliches Tempo von so 16 km/h beim Wenden, weil jetzt haben wir das erste Mal wenden. Da ist es noch nicht so schlimm. Ja, es geht alles hydraulisch bei dem Wenden, also das ist auch top Sache. Genau, jetzt fahren wir ein bisschen schneller drüber, da haben wir mal das erste Mal wenden, dass es überhaupt einmal umdreht. Oder dass es einmal durchgemischt wird, noch ein Mauerwerk. Das schaut gut aus. Dann tun wir es auf die Nacht, wenn es dann antriggert ist, nochmal wenden, wo man dann langsam drüber fährt, dass es dann nochmal schön durchgewendet wird. Und ja, genau. Ja, jetzt fahre ich so mit 14-15 km/h mal drüber. Das passt schön. Das Blöde ist, dass der Wender kein Dings nicht hat, dass du einer kloppen kannst, dass es nicht so weit zum Rand schmeißt. Aber gut. Nicht wundern, wegen da. Da ist zwar mehr oder weniger ein bisschen drüber gemacht, aber das, die Grenze dazwischen die Wiesen, das ist Naturschutzgebiet, da darf man nicht drüber fahren. Das ist ein bisschen lächerlich, die Streiche ja, müssen mehr oder weniger da bleiben. Jetzt ist er da immer ein bisschen durchgefahren, ist eh, das Ärger steht aber noch da. Das Gras, das Meer hat es halt erwischt, dass das auch wieder kurz ist, aber ja, darf da nicht drüber fahren, deswegen sind das gern zwar beide zu einem Hof, aber sind getrennt Wiesen. Ja, also das finde ich ein bisschen lächerlich. Aber gut, ich halte mir nicht leer drauf, weil sowas wird nicht schön, ja, wenn du da verstoßt dagegen, weil es dich nicht dran hältst und das niedermachst, wenn es Naturschutz ist, das kommt nicht recht gut. Das brauchen wir auch nicht. Aber gut, das geht schon. Ja genau, wir werden es zweimal wenden. Es ist wie gesagt, es wird immer Silo. Also einiges werden Silo bauen und das einiges wird aber auch fürs Vorsilo. Ja genau. Die Silo bauen, also die Wiesen, die was Silo bauen werden, das werden die, weiter weg sind. Die mehr außerhalb von Stappenbach werden. Richtung Ellerbach und Franken. Das werden die, die wo Silage bauen werden und das so in der Nähe um den Hof führt man mit Ladewagen haben
dann geht das schön dahin. Und ja. Genau. Also wir dann sind dort um Vormittag nochmal schwaden noch am Wenden. Ich verrät mich halt aber auf, gell? Damals eben nochmal wenden. Noch an Mann. Und auf die Nacht werden wir es nochmal wenden. Dann werden wir es auf die Nacht einmal die Tränen dazu schwadern. Und dann werden wir morgen schauen. Es war nicht genau wie er es vorhat, ob morgen nochmal drüber wenden will. Aber das kommt dann auf die Feuchtigkeit nach. Ja, also wenn es morgen schon gut passt, dann kann man es morgen schon schwadern. Ansonsten muss man morgen am Vormittag nochmal drüber wenden und dann erst am Nachmittag schwadern. Das sieht man dann. Press haben wir eh auch selber, also wir brauchen uns da nicht irgendwie noch einen anderen richten. Oder eher. Sie ist selber am Hof da. Das einzige, was er nicht hat, ist ein Drescher. Wo er einiges an Ackerbau hat, aber ja, Drescher hat er nicht selber. Soll vielleicht auch noch mit der Gemeinschaft kommen, weil der große Doppelschwader, der Press und ein Häckselwagen, das ist in einer Gemeinschaft gekauft, wenn sie einen Drescher auch noch zulegen. Weil, wie gesagt, ich bin halt nicht auf den Hof da. Man sollte vielleicht den Winter auch wieder, gell? Das war da super Sache. Mein Gott, ja. Nein. Manchmal spinnt das ein bisschen mit der Hydraulik. Manchmal soll es vielleicht einmal nachschauen, ob es auch wirklich unten ist. Na gut. Auf jeden Fall, ja, ist auch wieder, ich kenne den Hofbesitzer ein bisschen, weil, wie gesagt, die sind noch nicht so lange aus meinem Hof da. Genau, also, kennt alle leider noch. Aber wenn da halt mal ein bisschen was drüber bleibt, überbleibt, meine, was noch nicht gewendet ist, das ist auch nicht so schlimm. Einmal wird es mindestens noch gewendet und durch den Zundrick geht es auch ein bisschen. Sag einmal, der, das hat schon wieder nicht auch wieder. Ja, der hat irgendein Problem hier. Gibt's ja nicht. Mein Gott, ist auch wieder fängt, das darf man auch nicht vergessen. Aber gut. Haben wir es dann eh mit der Wiesen. Dann müssen wir einen Wender. Oder wisst ihr was? Ich rede kein Bock nicht, dass ich in der Straße, also dass ich da nicht fahre, und wenn der zuklappt, dann wird die Straße drüber um mich vor, auf die andere Seite, fahrt einfach in der Mitte, wo keine Streicher nicht stehen oder nicht so viel drüber. Matzblätter, Alter. Ich meine, das ist sowieso lächerlich. Das haben sie früher zwar immer niedergemacht, die Streicher. Ist eigentlich ziemlich kein aufgefallen. Aber die Wiesen sollte verkauft werden, die vordere kleine, die große da, weil das ist fast 1 Hektar, das da hinten sind irgendwie 0,6 oder so. Also, und die kleinere Flächen da hinten sollten verkauft werden. Und ja, deswegen dürfen sie die Streicher dann immer niedermachen. Weil es erstens, warum auch immer, also das weiß ich auch nicht, warum das Naturschutzgebiet ist, der Streifen da. Wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen lächerlich, aber gut. Ist halt so, ich mische mich da nicht ein. Das war früher auch schon so, das weiß ich. Wie gesagt, die kennen den Bauern. Oh Gott, jetzt will er die Wiesen da, die kleinere vorne verkaufen. Und ja, genau. Und dann ist das eh kein Thema mehr, weil dann hat er sowieso nicht da noch die Wiesen. Aber, ich darf sagen, bevor ich da heute noch länger plappert, gibt es auch eine kleine Timelapse. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und bis später.
So, jetzt sind wir wieder da. Ja, ich bin da halt bei der nächsten Wiesen am Wenden. Geht schon da hin. Ich hab jetzt da kurze kleine Timelapse gesehen von der anderen Wiesen, nur vom Fertigwendenden. Und ja, hat glaube ich passt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es einmal jetzt dort anders gemacht wurde, die Timelapse. Also, sonst habe ich ja immer nicht was mit der Drohne gemacht. Da habe ich mal die GoPro aufgestellt und da ein bisschen was gemacht. Einmal habe ich es auf dem Wender hinterher draufgestellt. Einmal vorne habe ich so ein bisschen dran gehängt. Ja, glaube ich, ist auch mal schön. Und genau. Da haben wir da noch weiter. Danach werde ich noch. Bin ich fast ein bisschen weiter angekommen. Nach der Wiesen werde ich auch noch eine Wiesen machen. Also noch eine größere. Die was dann in die Richtung hinterher geht. Und dann werde ich aufhören und heimfahren zum Hof Mittagessen. Der Fixangestellte arbeitet auf dem Hof. Tut jetzt schon Mittagessen. Der tut dabei ich da wenden tue, jetzt dort schon essen. Ja, weil jetzt haben wir es fast über 12. Der tut dort essen, damit ich dann wieder anlösen kann. Es geht heute halt zur Zeit nicht anders, weil der Chef selber kann zurzeit nicht ganz so auf dem Hof, weil sonst gab es auch trotzdem Größe von dem Betrieb gemeinsames Mittagessen, aber der Chef kann eben zurzeit nicht ganz so, der hat sich ein bisschen verletzt und deswegen müssen wir jetzt da den fliegenden Wechsel quasi arbeiten und müssen ja ein bisschen entlasten, weil er hat sich eben verletzt am Fuß und kann eben zurzeit nicht ganz so wie er will. Und deswegen müssen wir da erstmal viel schaffen, im fliegenden Wechsel arbeiten. Ist ja da so. Ist auch nicht schlimm. Also ist auch nicht so schlimm, also ist wieder halt so. Ich weiß eh, wie das ist. Ja, genau. Aber ich darf sagen, direkt was zum Sagen gibt es nicht mehr. Ganz kurz vielleicht außerhalb von der Story. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da lade ich einige Büdel hoch. So vier in der Woche. Genau, da sieht man auch von Schlüter, was ich in Hütze Story verwende. Ein paar Büdel, was ich vielleicht dann einmal genauer sehen will, oder was das genauer sieht man in Videos vielleicht ein bisschen so wie in Büdel, aber ja, da lade ich auch immer wieder mal Büdel hoch, genauso wie von Lindner lade ich auch einige so in letzter Zeit. Mittwoch wird dann auch noch Büdel kommen von einem sehr schönen Traktor. Da darf ich aber sagen, müsst ihr einfach einmal abwarten, was da kommt. Genau, die ist dazu. Aber ich darf das jetzt eben sagen. Und genau, genauso könnt ihr auch gerne auf meinem Discord drauf. Sind beide Links in der Videobeschreibung. Und ja, das war's jetzt eigentlich. Und ich darf sagen, jetzt gibt es nochmal. Lohnt sich nicht mehr. Reden wir noch ein bisschen. Das lohnt sich nicht mehr für das Bazi da. Ja, was gibt es noch zum Sagen? Ich habe im letzten Video andere Musik verwendet. Zuerst habe ich ja die Musik, die was in meinem Schnittprogramm enthalten ist, verwendet. In die Stappenbach-Projekte und im Holzer-Projekt. Aber wie gesagt, die Musik, was im Schnittprogramm dabei ist, quasi, wenn du das kaufst, weil ich mein Schnittprogramm kauft. Wer es sich fragt, mit was ich schneide mit Wondershare, also Wondershare Filmora 9. Das allererste Video, was ich damit geschnitten habe, das war damals das zweite Stabmach-Video, das war mit der kostenlosen Version, weil ich mir das einmal anschauen wollte. Ja, ist halt, dann hast du halt die ganze Zeit das eingeblendet, dass damit erstellt ist, das ist halt auch nicht so Ding, deswegen habe ich mir es dann schon fürs zweite Video gekauft. Ja, genau, ist meiner Meinung nach eine Investition, was man tätigen kann. Ist ein sehr schönes Schnittprogramm, kann man gut damit arbeiten, finde ich. Und ist auch nicht irgendwie etwas ganz was Einfaches, also man soll sich am Anfang, also man kommt gut zurecht, von der Bedienung her super, aber man kann auch schon ein bisschen professionellere Sachen damit machen. Es ist nicht unbedingt so ein ganz einfaches Schnittprogramm, aber mir gefällt es gut. Ja, genau. Also, aber um das geht es jetzt gar nicht. Ich habe, weil ich auch ein paar Mal gefragt worden bin, welche Musik,
welcher Musik genau, fällt mir recht auf, sorry dafür. Welcher Schnittprogramm ich empfehlen kann, bin ich schon bei mir gefragt worden. Ja, ich kann auf jeden Fall Wondershare Filmora 9 empfehlen, kostet ein bisschen was, aber gut, das ist halt auch so. Ich verdiene zwar mit YouTube auch nichts, aber das war es mir wert, ganz ehrlich, und ja. Aber gut, um das geht ja gar nicht, es geht um das. Zuerst habe ich Musik aus dem Schnittprogramm verwendet, die was enthalten ist. Im letzten Video habe ich dann auch Musik von NCS verwendet, also nur Copyright Sounds. Genau, jetzt hätte ich fast den Schwad aufeinander gehabt. Ein wenig einmal, ne? Ja. Aber das geht ganz gut. Jetzt fahren wir eben zurück zum Hof. Und ja. Ja, schaut man einen Gang auf. Ja, fahren wir zurück. Jetzt ist auch mit der Rufik gewesen. Ja, genau. Dann war es das jetzt mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.